Oh. Das sieht ja toll aus. Oh. Bevor wir da lang gehen, gehen wir hier nochmal lang. Hier ist nichts. Okay, wie langweilig. Bleibt das jetzt oben oder geht das wieder runter? Ah. Okay. Muss ich das verstehen? Nee, ne? Eine Uhr. Oh, hä? Oh, hi. Oh, hier sind mehrere. Oh, nee. Und dann noch so einen kleinen Haufen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, und dann noch so viele, ey. Kommt ihr denn auf einmal alle her? Könnt ihr mir das mal so sagen? Wait. Die waren noch nicht mal alle. Ah, jetzt. Jetzt aber. Wo auch immer ihr herkommt. Oh, aua, aua. Ich finde es auch interessant. Schon konnten wir uns durch unser Blut ja retten. Warum? Wenn die hier unser Blut trinken, warum... Aua. Ich hab voll daneben. Hä, wo ist er? Ach da. Warum geht's denen dann nicht besser? Aua. Hey, ganz ruhig hier. Ganz ruhig hier. Wasserkraften mit Blutprobe. Nice. Aber wo kommen die her? Von da oben? Kann ich da auch hin? So, und was hat mir das jetzt gebracht, hier einmal rumzulaufen? Und einfach ohne... Hä? Wir wurden nur angegriffen. Und sonst nix. Kommen wir hier irgendwo hoch? Müssen wir unten lang? Ach lol, okay.
eine Niete. Yay. Oh. Wie lange willst du mich hier noch festhalten? Wait. Nee, ich glaube, hier kommen wir raus. Aber ich möchte Louise noch finden. Okay. Müssen wir unten lang? Let me go, you bastard! Warum guckt er uns schon an? Rette die streitlustige junge Frau, indem du ihren Entführer besiegst. Okay. Hi. Okay, frech. Oh, das ist auch so einer. Oh, so einer, nicht gut. Oh, ganz und gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ja, das ist ganz und gar nicht. Nee. Wait. Eine Sekunde bitte. Wir brauchen das ja jetzt endlich mal. Gut. Also wir kämpfen da gegen einen Vampir, der 5 Level über uns ist. Cool. Und wir jetzt kein Blut mehr haben. Attis, wo seid ihr? Oh, wir sehen sie von hier schon. Okay. Hab ich doch gerade gehört. Wo seid ihr? Hm. Hm. Naja. Your prey is mine now. How long are you gonna be locked in here? Disgusting asshole! Vampire will not. Oh wait. Warte kurz. Warte kurz. Wie kriege ich denn noch mal da? Aua, ich wollte eigentlich gerade weg. Oh. Oh, obala, das war auch nicht gewollt. Aua. Oh, das ist gemein. Oh, das ist voll gemein auf diesem kleinen. Ah. Okay, ihr habt mich jetzt zweimal sterben sehen. Ich komme wieder, wenn ich gewonnen habe.
Als ob, ich war ganz weg. Klar, ich war in der Gegend, aber... Jetzt hör doch mal auf zu schreien. Ganz ruhig. Komm, ein Hit noch. Nice. Kürzlich gefühltes Tagebuch. Wait. Kürzlich geführtes Tagebuch? Hm? Ach so. Ach du meine Güte. Gerade Lana ankommt, wirkt traurig. Ja, sie ist auch traurig. Meine Nachforschung zu beginnen. Schon bald bin ich keine Jungfrau mehr. Aha. Die Zelle ist vorbereitet. Jetzt muss ich Daten für. Oh. Ach, in der Weise, Jungfrau. Der wollte jemanden. Nee. Meine zukünftige Braut soll nicht unterwürfig sein. Das ist auf keinen Fall. Ich liebe es, wie sie in der Bar Drinks serviert. Unverwüstlich und stolz. Weigert mein Angebot. Warum nur? Ich habe ihr versprochen, dass sie nie wieder etwas singen würde. Okay. Das hört sich auf jeden Fall überhaupt nicht toxisch an. Hi, Louise. What's up? Hi. Ist sie Miss Teasdale. Wollt ihr die gerade einfach weggehen? Are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down, thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire, told me my father was dead. Yeah. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Okay. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. Bye-bye. Ich frag mich, wo wir die finden werden. Aber dazu müssten wir wahrscheinlich einmal schlafen. Ekelhaft. Ich frage mich, ob wir hier auch irgendwo einen Unterschlupf finden für uns. Weil wäre ja ganz cool, wenn wir einmal schlafen könnten. Vorher würde ich aber gerne einmal nach Whitechapel, um die letzten Leutis da gesund zu machen. Wir wollen ja nicht, dass das in den kritischen Bereich fällt. Das sollten wir vielleicht jetzt machen. Und dann können wir sie vielleicht oben irgendwo finden.
Ah, speichert auf jeden Fall. Sehr gut. Dann würde ich einmal sagen, dass wir hier einen GameStop machen. Ja. Es ist Gott sei Dank doch noch ein bisschen mehr zu tun als gedacht. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich möchte nämlich noch nicht... Ah. Frage die Einwohner des West Ends nach Eloise. Das werden wir machen. Vorher gehen wir aber einmal zu Whitechapel und gucken uns die Kranken an. Sehr gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Tschüss.